Unter meinem Video zu den Uhrenboxen habt ihr geschrieben, dass diese Themen rund ums Uhrensammeln euch interessieren und deshalb zeige ich euch in diesem Video, was ich so an Equipment habe und an Zubehörteilen, was nicht unmittelbar mit Uhren zu tun hat, womit ich aber glaube, sehr gut zurechtzukommen, ohne ein Profi zu sein und ohne handwerklich besonders geschickt zu sein. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wenn dich Themen rund um das Uhrensammeln interessieren, wie Zubehörteile, wie Werkzeug, Aufbewahrung und so weiter, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Und es werden noch andere Videos kommen. Wenn du keines verpassen möchtest, dann aktiviere gerne die Glocke, abonniere meinen Kanal und freue dich auf die Videos, die kommen. Heute geht es um das Zubehör, was ich selber nutze, ohne wirklich handwerklich geschickt zu sein. Ich bin also mit dem Mund deutlich besser als mit den Händen und trotzdem sollte es nicht der billigste Schrott sein. Es ist aber auch bei weitem kein Profi-Werkzeug und trotzdem komme ich mit meinen Ansprüchen damit sehr gut zurecht und ich zeige dir, was ich so in meinem Sammlungsalltag und auch für die Videos in der Vor- und Nachbereitung nutze. Ja, am wichtigsten ist, glaube ich, eine Unterlage, damit die Uhren nicht verkratzen und auch den Tisch nicht beschädigen. Dafür nehme ich in aller Regel einfach ein Stück Leder, was ich bei eBay bestellt habe. Das hier ist im Format DIN A2 und damit auch wirklich ausreichend groß, um den gesamten Platz abzudecken. Verkratzt nicht, schön weich und es rollt auch nicht großartig etwas weg. Etwas ausgefallener und schöner ist eine Silikonmatte wie diese hier. Ich habe euch übrigens fast alles, was ich euch zeige, unten in meinem Video auch verlinkt. Der große Vorteil dieser Matte ist, dass sie überall kleine Rillen hat, sodass Sachen nicht wegrollen können. Hier ist eine Ablage, wo man Werkzeug ablegen kann. Hier oben gibt es entsprechende Boxen für Kleinteile, Federstege, irgendwas anderes. Hier kann man kleinere Schrauben oder auch Federstege ablegen. Das Ganze ist also wirklich sehr schön gemacht, hat ungefähr DIN A3 Format und lässt sich, da Silikon ist, auch zusammenfalten und in unterschiedlichen Dimensionen verkleinern und verpacken. Das benutze ich ehrlich gesagt nicht so häufig. Das ist für das, was ich tue, meistens schon zu viel. So viele Kleinteile habe ich nicht. Insofern ist das nur etwas für Leute, die wirklich schrauben. Ich benutze in aller Regel wirklich nur diese Ledermatte. Zack, das war die Silikonmatte. Und dann manchmal auch einfach eine Tasse, Becher oder einen Deckel von einem Marmeladenglas, damit meine Kleinteile nicht wegrollen. Neben diesen Unterlagen ist das nächste für mich wirklich wichtige Equipment ein Putztuch. Und hier benutze ich in aller Regel die Brillenputztücher vom Optiker oder auch bei eBay bestellt, im 10er, 20er, 30er Pack für kleines Geld. Das ist so das, was ich in aller Regel für meine Uhren als Putztuch benutze. Und in den Becher, da, ja, wie gesagt, Becher ist bei mir oft eine Ablage. Es soll aber niemand denken, dass das schon alles war. Auch das, was hier so liegt, gehört für mich im weitesten Sinne zum Uhrenzubehör. Ja, das hier auch und auch das, was hier außerhalb des Bildes liegt. Also es wird, glaube ich, ein etwas längeres Video. Fangen wir einmal mit dieser Box an. Das ist, auch wenn ich sie selten benutze, glaube ich, eines der wichtigsten Zubehörteile überhaupt. Und das sind diese Kleinteilboxen, wo man kleine Sachen verstaut und das Ganze auch noch halbwegs sortiert. Ich habe hier Sachen drin wie eine Lupe fürs Auge. Das ist übrigens eine von diesen ganz, ganz billigen Geschichten, die ich mal hatte. Ihr seht, es gab davon vier. Ich habe noch genau eine, die verkratzen schnell. Das ist also wirklich nichts, was großartig Freude macht.
Dann habe ich hier Ersatzkeeper, also diese Lederbändchen für die Armbänder, wenn mal eins kaputt geht, dass ich da was in Reserve habe. Ich habe hier eine Ersatzschließe, wenn ich mal wirklich eine brauche. Ich habe einen ganzen Beutel mit Dornschließen in unterschiedlichster Größe, die ich abgemacht habe, wenn ich die Markenschließen der Uhrenrand gemacht habe. Das habe ich aufgehoben. Ich habe hier Federstege unterschiedlichster Größe, unterschiedlichster Qualität. Das ist so meine Kleinteilbox. Und hier habe ich das alles halbwegs sortiert. Und das würde ich auch jedem empfehlen, das nicht einfach irgendwo wild rumliegen zu lassen. Und diese Kleinteilboxen gibt es sowohl im Baumarkt als auch bei eBay oder Amazon. Ich habe euch unter dem Video auch hierfür ein Beispiel verlinkt. Am wichtigsten sind natürlich die Werkzeuge, die man benutzt, wenn es an die Uhr geht. Und das am häufigsten genutzte ist wohl das Federstegbesteck. Wer sich jetzt über die Form wundert, ja, es ist die Reiseverpackung eines Elektrorasierers. Ich brauchte aber einfach einen Platz, wo das gut reinpasst. Und hier passt sogar noch, und das geht gerade nicht mit rein, passt das noch mit rein. Und das ist so das Teil, was ich am aller häufigsten brauche. Ich habe hier drei unterschiedliche Federstegbestecke drin. Einmal eines mit einer kleinen Maßeinheit, sodass ich schnell und unkompliziert den Bandanstoß messen kann, wenn ich die Schieblehre gerade nicht zur Hand habe. Auf der einen Seite ein Pin zum Ausdrücken, auf der anderen Seite die Federstäbgabel als große Gabel und hier haben wir ebenfalls einen Pin, der ist schon ganz leicht verbogen, wie ihr sehen könnt, und eine kleine Federstäbgabel, wenn ich ein Stahlband wechseln möchte. Und das Ganze dann, weil ja zwei Werkzeuge nicht reichen, auch nochmal in einer dritten Variante, breite Federsteggabel und feine Federsteggabel. Alle drei Werkzeuge hier sind von Bergeon. Ich benutze diese Werkzeuge sehr gerne, weil man die Spitzen austauschen kann, wenn mal eine Spitze gebrochen ist, stumpf geworden ist, dann kann man sie ganz einfach abschrauben und gegen Ersatzteile austauschen. Das ist mir ganz wichtig, damit man nicht immer direkt das ganze Stück nachkaufen muss. Ja, dann habe ich hier noch so einen kleinen Korkwandpin. Den benutze ich häufig, wenn ich ein Stahlband wechseln möchte mit durchbohrten Hörnern oder ein Lederband. Dann finde ich das manchmal etwas praktischer als das große Werkzeug, weil ich es über den Daumen und den Finger etwas feiner führen kann. Das ist alles. Das ist ein Spezialwerkzeug für eine Sportuhr. Das brauchen wir hier aktuell gar nicht. Und wenn es einmal schnell gehen soll, dann habe ich hier von, sieht man es irgendwo, ja, von Nomos eine Lupe, um sie ins Auge zu klemmen. Funktioniert gut. Mag ich aber auch nicht so wahnsinnig gerne, weil ich es nicht hinkriege, dass die Lupe hält. Ich habe euch dazu hier oben ein Video verlinkt, was es für Alternativen zu dieser Lupe gibt. Es gibt nämlich auch Lupenbrillen. Die zeige ich euch jetzt. Die benutze ich, wenn ich länger mit einer Lupe arbeiten möchte. Das ist nur, wenn es mal ganz, ganz schnell gehen muss und ich etwas erkennen möchte. Also das ist eine Schwarzlichtlampe, die habe ich letztens für ein Video mal gebraucht. Gehört eigentlich gar nicht zu meinem Standard-Equipment, kommt in den Kaffeebecher. Ich hatte eben schon erwähnt, dass diese Monokel, diese Einklemmlupen nichts für mich sind. Stattdessen verwende ich viel lieber diese Lupenbrille. Zu der Lupenbrille habe ich euch hier oben auch schon einmal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch da oben. Diese Lupenbrille kann über einen flexiblen Gurt auf den Kopf aufgesetzt werden. Es gibt
einsetze in unterschiedlicher Vergrößerung. Und wenn ich einen solchen Einsatz hier nehme und den einfach nur hier reinklemme, habe ich eine Lupe, die ich mir auf den Kopf setzen kann. Ich kann das Ganze in der Höhe und im Neigungswinkel verstellen. Ich kann die Lupe selber nochmal verstellen. Und ich kann, das finde ich sehr, sehr angenehm beim Arbeiten, mir noch zusätzlich Licht machen, indem ich die Beleuchtung dieser Brille anschalte. Das Ganze wird angetrieben durch zwei Batterien, die hier verbaut sind. Das Ganze ist nicht zu schwer, nicht unangenehm, trägt sich sehr gut und ist für mich zum Arbeiten die optimale Lösung. Was Schraubenzieher betrifft, habe ich sehr lange rumexperimentiert. Ich habe mir Feinmechaniker-Schraubenzieher geholt, die relativ schnell gebrochen sind. Wahrscheinlich habe ich da nicht genug Geld ausgegeben. Ich habe teure Schraubenzieher gekauft mit Wechselklingen. Die kann ich euch auch gerne nochmal zeigen. Das hier sind übrigens, das kommt nachher, das sind übrigens Federmäppchen aus dem Schreibwarenhandel, um Stifte darin aufzubewahren, wenn es in die Schule geht. Ich fand das für Werkzeug eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ja, das hier sind meine relativ teuren Schraubenzieher, die hier nur eine einzige Klinge haben, wie ihr hier sehen könnt mit der Schraube, aber eine Klinge, die man wechseln kann, was mir sehr wichtig ist. In dem Grauen sind mehrere einzelne Klingen drin. Das Ganze kann man hier aufschrauben und dann kommen hier die einzelnen Klingen raus. Ich muss gestehen, das ist aber ein Werkzeug, was ich überhaupt nicht benutze, außer ich brauche mal einen Schraubenzieher, um eine zweiseitig geschraubte Halterung festzuhalten und gegenzudrehen. Im Normalfall benutze ich ausschließlich das hier. Ein Feinmechaniker-Schraubenzieher-Set von Hama. Und damit komme ich extrem gut zurecht. Es gibt hier die Wechselklingen und den Griff. Wenn man den kurz aufschraubt, setzt man die Klinge ein, schraubt sie fest und hat einen Schraubenzieher mit einem drehbaren Kopf, sodass man wirklich eine tolle Kontrolle hat über das, was man macht. Die Klingen sind sehr gut, da ist mir noch nichts ausgefranst oder abgebrochen. Damit komme ich hervorragend zurecht und dieses ganze Set kostet 10 oder 11 Euro und hat neben den normalen Schlitzschraubenklingen auch Kreuz und Torx. Ihr seht hier auf der Seite, was es alles für unterschiedliche Klingen gibt. Ich ziehe es auch mal etwas näher in die Kamera. Also das ist das, was ich im Alltag immer benutze und ich überlege sogar, mir davon ein zweites Set zu kaufen und die anderen Schraubenzieher auszusortieren, denn hier habe ich wirklich alles drin, was ich für meinen Alltag brauche. Tja, wenn ihr Stahlbänder benutzt, dann kommt ihr irgendwann auch in die Verlegenheit, Stahlbänder kürzen zu wollen. Und dafür gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, die ich als praktikabel empfinde. Das einmal ist ein solcher Stiftausdrücker. Ihr könnt schon sehen, der Pin ist etwas verbogen, wenn ich ihn drehe. Das ist der große Nachteil dieses Systems. Allerdings lässt sich, wenn man entsprechend etwas Hochwertigeres kauft, diese Spitze auch austauschen. Ihr seht es, sie ist austauschbar. Und wenn sie dann einmal defekt ist und verbogen ist, dann ist das kein irreparabler Schaden und lässt sich ersetzen. Passiert aber bei diesem Gerät, bei mir und so wie ich es mache, immer mal wieder, ist also nicht komplett fehlerfrei. Dafür hat es hier einen Drehteller. Das Band lässt sich also entsprechend in der Höhe verstellen und dann legt man das Band ein und hiermit drückt man dann den Pin raus, indem man schraubt und hier hinten in dem Schlitz der Gegenseite kommt der Pin dann raus. Ich habe zum Stahlbandkürzen hier oben auch mal ein Video verlinkt. Das habe ich schon mal im Detail gezeigt. Das ist also eine Option, ist aber nicht die von mir bevorzugte.
Ich mag in der Tat lieber, wenn ich einen richtigen Stiftaustreiber nehme, so wie wir das hier haben. Wenn man also einen solchen Einsatz nimmt, das Band dann hier hochkant einsetzt und den Stift austreibt. Dadurch kann man sehr, sehr senkrecht arbeiten, hat genau das Gefühl, ob man trifft, hat eine wunderbare Führung. Und das benutze ich im Augenblick in der Tat wesentlich lieber als diesen Stiftausdrücker. Angefangen habe ich hiermit. Das ist etwas leichter. Das hier, den Stiftaustreiber mit Hammer und Austreiber, finde ich mittlerweile präziser und benutze nur noch diese Variante. Zu beidem habe ich euch auch in die Videobeschreibung einen entsprechenden Link gepackt. Ja, das ist ein Tool, was ich noch nie benutzt habe. Das ist ein Tool zum Öffnen des Gehäusebodens, wenn es ein Drehboden ist. Dieses Gummi erzeugt einen Widerstand bei Druck und man kann dann damit, wenn man es gut kann und richtig macht, einen Gehäuseboden aufschrauben. Ich habe zweimal in meinem Leben eine Uhr geöffnet und habe sie nicht wieder verschlossen bekommen, ordentlich. Insofern, ich habe dieses Werkzeug. Ich hatte auch mal einen Gehäusebodenöffner, richtig mit Drehmechanismus. Da sind die Grenzen meines handwerklichen Geschicks erreicht. Und deswegen ist das ein Tool, was ich habe, aber nicht nutze. Was ich hingegen nutze, sind Lochzangen. Und zwar ist das eine Lochzange, um ein Loch in ein Lederarmband zu machen, wenn das Band zu lang oder zu kurz ist und an irgendeiner Seite ein Zusatzloch notwendig ist, beziehungsweise wenn ein Zwischenloch gestanzt werden soll, um einen perfekten Sitz zu ermöglichen. Und das ist in der Tat ein Werkzeug, was ich regelmäßig benutze. Anfangs habe ich das immer noch mit Hammer und Nagel gemacht und mit dem Nagel ein Loch reingeschlagen. Das hier ist deutlich präziser und, wie ich finde, auch einfacher in der Anwendung. Denn man kann, das kann ich euch auch mal kurz zeigen, und übrigens für die, die es interessiert, am Arm heute meine Sinn 240 GZ. Wenn man also das Tool ansetzt, ich nehme jetzt mal ein vorhandenes Loch, dann kann man hier schön durchstechen und ihr könnt sehen, dass diese Zange genau ein Loch machen würde. Da diese Bänder von Stuart Morley nicht ganz so billig sind, die kosten, glaube ich, um die 85 Euro, werde ich da jetzt nicht versuchsweise ein Loch einstechen, denn ich komme damit ganz gut zurecht. Aber ich glaube, das Prinzip ist verständlich geworden. So, ich zeige euch nochmal, wie die Stiftemäppchen aussehen. Hier kann man nochmal kleinere Teile und lose Teile verstauen. Hier habt ihr ein Ersatz-Federstegbesteck von Bergeon, eins von Sinn, drei, die defekt sind und ersetzt werden müssten. Hier seht ihr ein ganz, ganz billiges. Und wenn ich das mal in die Kamera halte, ihr könnt also da schon an der Art und Weise sehen, wie es gemacht ist, dass es mit dem von Bergeon nicht wirklich mithalten kann. Es fängt damit an, dass es hier relativ dick ist. Und wenn man zugreifen möchte, man schon fast am Werkstück ist. Hier ist das Ganze deutlich filigraner und die Sicht bleibt frei. Die Spitze ist qualitativ hochwertiger, der Griff ist gut. Und das Ganze hier wirkt schon beim Anfassen nicht besonders hochwertig. Und das wirklich Üble ist, dass es hierfür auch keine Ersatzteile gibt. Und das ist also mein viertes Federstegbesteck. In Reserve, wenn ich nicht gerade die mitgelieferten von Sinset nehme, die hier einen Schraubenzieher und da einen Ausdrücker haben. Also sehen also die, da war noch ein Federstegbesteck, das habe ich ganz übersehen, Nummer 5. Okay, wenn jemand ein Federstegbesteck braucht, ich hätte da glaube ich eins in Reserve. Hier sind
Ausdrücke, die Schnallen gehören eigentlich nicht hierhin. Doch, die gehören hier hin, die sind von Sinn. Die gehören nicht in die allgemeine Box. Wunderbar. Hier sind die Ersatzklingen für Bergeon. Ich habe ja gesagt, sie sind austauschbar. Und das hier ist ein Teil, was ich mal versuchsweise gekauft habe. Und zwar ist das ein Glasfaserstift. Den gibt es im Autozubehör. Das ist ein Stift, den benutzt man beim Auto, um kleinere Roststellen vom Rost zu befreien, wenn man dort nachlackieren möchte. Man kann damit auch bei satinierten Flächen, wenn es eine kleine Macke gegeben hat, einen kleinen oberflächlichen Kratzer, die Satinierung nachziehen. Allerdings ist der Strich der Glasfaser hier oben, wenn überhaupt, dann nur per Zufall genauso stark wie die Satinierung des Gehäuses. Man wird es also sehen. Das kann man bestenfalls bei günstigen Uhren machen oder auf sehr kleinen Flächen. Ich habe es mal probiert und danach nie wieder, denn bei meinen teureren Uhren möchte ich es schon genau passend haben. Und bei den billigen Uhren, wo es mir egal ist, da stört mich dann auch der Kratzer nicht. Also ich habe für dieses Tool nicht wirklich Verwendung gefunden, wollte es euch aber in jedem Fall auch einmal vorstellen. Die Zangen hatten wir. Dann können wir das Ganze dicht machen. Das ist so ein Doppelstockmäppchen. Und hier könnte man theoretisch auch nochmal Federstegbestecke unterbringen, aber da habe ich ja doch mittlerweile so einige von. Und das hier ist mein Fach für Gehäusebodenöffner, den ich nie nutze, und die Stiftausdrücker des Bandes. Halt, stopp. Den Ausdrücker und die Pins sollten wir da auch noch mit reintun. So, jetzt habe ich euch mein Werkzeug gezeigt, meine Unterlage und andere Sachen. Jetzt möchte ich euch noch eine Frage beantworten, die ihr mir explizit gestellt habt. Wie bewahre ich meine Bänder auf? Ja, das muss ich gestehen, ist ziemlich chaotisch. Ich habe zum einen diese Pappboxen von Sinn, wo die nachträglich gekauften Stahlbänder drin sind. Und hier habe ich so kleine Plastiktütchen, die übrigens auch hervorragend geeignet sind, weil sie relativ stabil sind. Also es ist kein ganz billiges, dünnes Plastik, um eine einzelne Uhr zu transportieren, weil sie verkratzt nicht und nimmt nicht viel Platz weg. Und hier habe ich dann bei einigen Uhren draufgeschrieben, für welche Uhren diese Bänder am besten geeignet sind. Chaotisch ist es deshalb, weil die 556IM, wie ihr hier sehen könnt, ist mittlerweile verkauft. Der EZM3 ist mittlerweile verkauft. Insofern passt das nicht immer und überall, aber ich glaube, das Prinzip wird deutlich. Die 556 Jubiläum habe ich noch mit dem wunderschönen braunen Band in Krokoprägung, das Stahlband. Und hier sind einige Bänder, die an unterschiedlichsten Uhren getragen werden können und nicht speziell einer Uhr von mir zugedacht sind. Ein Eulith Wasserfest, ein wunderschönes schwarzes Racingband. Das liegt hier alles so lose drin. Ja, und von diesen Pappschachteln habe ich, glaube ich, so 4 oder 5. Dann habe ich noch eine Schublade, wo etwas weniger wertige Bänder ganz, ganz lose drin rumschwirren. Bänder, die mir ganz besonders gut gefallen, habe ich in dieser Bandrolle hier. Das zeige ich euch gerne auch mal. So, da ist gerade eine Videoleuchte ausgegangen. Ich hoffe, dass es trotzdem weitergeht. Und hier sind zum Teil ganz neue Bänder drin, ungetragene oder auch Bänder, die ich einfach wirklich klasse finde und etwas separat von anderen Bändern halten möchte. So, bei dieser ganzen Aufbewahrung von Bändern ist für mich ein klein wenig die Kunst, kreativ zu sein. Das hier ist eine alte Transportbox für einen Logitech Bluetooth-Lautsprecher, den es nicht mehr gibt.
Der Lautsprecher ist weg, die Box habe ich aufgehoben und das ist meine U1-Box. Hier sind also lauter Bänder drin, die ich bevorzugt an der U1 trage. Wieder ein wasserfestes Eulit, ein paar Cordissimo-Bänder, ein paar NATO-Bänder. Hier ist das Stahlband, ein paar Lederbänder, Canvas. Ihr seht, ich spiele wirklich gerne mit Bändern und das ist also meine U1-Box. Hier wird einfach dann reingegriffen und gewechselt, wenn ich das haben möchte. Und das ist auch eine der Boxen, wo ich dann explizit mein eigenes Werkzeug habe. Hier sind die Ersatzteile, extra Federstege für ein Silikonband, was ich nicht mehr habe. Ein kleines Sinnwerkzeug, Schraubenkleber, wenn das Stahlband gewechselt wird, und das Werkzeug für das Sinnstahlband. Alles in einer Box. Und das, wie gesagt, ist meine U1 bzw. seit diesem Jahr auch meine UX-Box. Ja, ich hoffe, ihr konntet mit diesem etwas chaotischen Video etwas anfangen und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr verwendet, wie ihr das Ganze handhabt, ob ihr das genauso chaotisch habt wie ich oder vielleicht doch etwas geordneter. Und schreibt mir doch auch gerne, was ihr zukünftig in dieser Art noch sehen möchtet oder ob ihr davon lieber gar nichts mehr sehen möchtet. Bis dahin, tschüss, euer Axel.